Grüßt euch, Öller, zusammen. Schön, dass ihr da seid bei uns in Rauerstee. Hier südlich des Thüringer Waldes redet man Itzgründisch. Der Name stammt vom Tal des Flusses Itz. Rauenstein gehört zur Gemeinde Frankenblick und liegt rund 15 Kilometer nordwestlich von Sonneberg und 23 Kilometer nördlich von Coburg in Bayern, das bis 1919 zu Thüringen gehörte. Rauenstein war eine Hochburg der Porzellanherstellung. Also ich bin von Anfang an mit Mundart aufgewachsen. Meine Großeltern haben das gesprochen, die Urgroßeltern. Natürlich hat man Hochdeutsch im Kindergarten gelernt. Ne? Das Besondere an unserem Dialekt, wir haben ja den itzgründisch-fränkischen Dialekt, das ist das Zungenspitzen-R. Also kann man vergleichen mit dem TH im Englischen. Das ist praktisch unser Merkmal. Zu Hause sprechen wir nur Mundart, weil alle das sprechen. Ne? Und wie gesagt, in der Verwandtschaft sprechen es auch alle. Wenn man natürlich dann woanders hinkommt, dann wird natürlich das Hochdeutsche angewandt. In der Kindertagesstätte Blauer Vogel, die Manuela Müller leitet, wird die Rauensteiner Mundart sehr gepflegt, auch musikalisch. Jetzt kommt das Lied vom Schnedder, Wieder, Schnedder, Wieder und Musik. Genau. Nach vielen Vorbereitungen, Gesprächen mit den Eltern, da haben wir das dann 2016 in die Praxis umgesetzt und seitdem praktizieren wir unser bivarietäres Konzept. Und es macht allen beiden immer noch Spaß und wir bleiben auch weiter dran. Das heißt zwei Sprechweisen. Einmal Hochdeutsch und Mundart. Und diese beiden Sprechweisen sind gleichberechtigte Sprachkomponenten hier in der Einrichtung. Acht Erzieherinnen, von denen sieben den örtlichen Dialekt sprechen, betreuen 50 Kinder. Diese baldigen Schulanfänger hier treten bei der Kerba auf. So wird in Rauenstein die Kirmes genannt. Und sie sagen dort Sprüche in Mundart auf. Die Mäuerer, die Däuerer, die sind so fauler Hund. Die schieben ihr Kastler hin und her, auch wenn es nur Sechser war. Im Rauerstein, da haben sie Kummerbär, haben sie Kindler drauf, kochen sie Kaffee dabei. Eisenbahn, Eisenbahn, Lokomotiv. Wenn ich auf Schuss Mörd lasse, lass ich auf Fief. Hamela, Hamela, Buch, Buch, Buch. Wie viel braucht man Nägel? Herr Katze und zwei lange, dann ging der Schmied gegangen mit seiner kurzen Zange. Zwick, zwack, zwick, zwack. Laia, laia, Lumpenmoor, morgen fängt die Kerwa an. Übermorgen ist er aus, hüpft die Katze im Fenster aus, hüpft sie wieder rein, macht da groß Geschrei. Milchbrü, Rauensteiner Klöß, unangebrotener Rotwurst. Die Rauensteiner Klöß, das ist was ganz Besonderes. Da waren die Erdäpfel gekocht und richtig geschlagen und waren richtig eingelegt in Hessen Wasserdamm. Gewachstes Kuchen ist mein Lahm und auf Fatzen Mensch der Name. Das heißt also Pflaumen, Zwetschgenkuchen, das ist mein Leben und eine große, starke Person daneben. Komm, Fritz. Oh, oi. Oh, grüß dich, Fritz. Grüß dich, Kathi. Grüß dich. Und wie war es denn um dein Wald? Ach, feiger, sehr schön. Und gestern hast du ja, und gestern habe ich gehört, ihr kriegt halt Besuch. Hallo. Du, was sind denn die zwei Männer da? Ich saß doch, ich saß doch. Fatzenkamera, hast du mich? Was? Ich mach mich noch schön. Es waren mal drei Schweinler. Zilli? Billy? Billy? Und der? Willi. Oh, guck, wie die sich freuen und tanzen und zusammen spielen. Auf der Wiese, he? Bei den Blümler. Oh, die Vögel richtig. Habt ihr auch Angst vor dem bösen Wolf da hinten? Ja. Du passt doch mal auf. Der Wolf kam dann zu Billy sein Haus aus.
Und raus. Wohl's war das, jawohl. Und hat gesagt, ich war jetzt wieder husten und blosen und dein Haus wegblosen. Die Mutti hat doch gekocht, ich muss pünktlich daheim sein. Was gibt's denn? Also, es gibt halt Schnacken und Kastaniensuppe. Kastaniensuppe? Ja, 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 ja. Schnacken mache ich nicht. Möcht ihr schnacken? Nein! Na, ihr seid ja keine Kobolde. Manche hat natürlich auch Bedenken, denn es gibt ja eben noch die Vorurteile, dass man in der Schule dann eben Schwierigkeiten hat, wenn man Dialekt spricht. Oder auch noch von vergangenen Jahren, dass die Dialektsprecher die weniger Gebildeten sind und die Hochdeutschsprechenden die mehr Gebildeten sind. Und, aber das konnte man ausräumen und auch die Eltern ziehen alle mit. Und ohne Adelwitzkuchen, das Rezept haben wir nämlich bei uns in unserem Kochbuch drin. Fester Konstantin, ja, da muss man drücken. Da braucht man nämlich viel Kraft. Okay, Mama. Das gibt's, macht nichts, los noch immer. Der Matteo. Wir haben uns halt dazu entschlossen, weil die Mundart noch ganz wenig geredet wird, nur noch von den Älteren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das, den Kindern macht es auch unwahrscheinlich viel Spaß, uns auch, weil wir so reden können, wie wir halt normalerweise reden. Kinder, die Mundart und Hochdeutsch sprechen, zeigen auch die gleichen Fähigkeiten wie zweisprachige Kinder. Beginnen tut es mit der passiven Dialektkompetenz, also das heißt, dass die Kinder den Dialekt verstehen, aber noch im Hochdeutsch antworten zum Beispiel. Und dann entwickelt sich die aktive Dialektkompetenz und da verstehen die Kinder den Dialekt, sprechen auch schon, aber meistens eben, wie gesagt, in diesen Dialektsituationen, wie wir es ja halt auch gesehen haben. Mundart ist immer aktuell und das soll das auch bleiben. Der Dialekt, der muss gesprochen werden, damit er lebendig gehalten wird. Und das ist unsere Aufgabe. Ja.